willkommen zu einem neuen Video von Queerstylity und herzlich willkommen zu einem neuen Video zur Videokooperationsreihe Hechtig miteinander fantasievoll gestalten. Und zwar heute zum Thema Winterzeit zu zweit. Und ich habe mir einige Gedanken dazu gemacht, hatte auch mehrere Ideen, aber letztendlich habe ich mich dafür entschieden, Partnertassen zu machen. Denn was macht man was braucht man im Winter besonders? Richtig, Heißgetränke. Und was wäre da passender für die Winterzeit zu zweit als Partnertasse? Und zwar habe ich hier schon mal eine Schablone vorbereitet. Das war eine Herzschablone, die ich auch schon in der Mitte geteilt habe. Und die werde ich jetzt hier mit diesem Klebeband behelfsmäßig auf den Tassen quasi festkleben. Und werde das Ganze dann mit Porzellanmarkern bearbeiten. Gut, dann präparieren wir mal am besten die Tassen. So, die Tassen sind soweit präpariert. Und jetzt schnappen wir uns unsere Porzellanmarker. So. Herzen sind natürlich rot. Ich will ja auch gar nicht weiter großartig bunt drumherum machen. Und ich glaube, ich muss ein bisschen vorpumpen. Ja. So. Und jetzt tupfe ich einfach um das Abgeklebte drumherum. Aber hier den Mittelstrich lasse ich frei. So, ich würde sagen, die erste Tasse ist eigentlich fertig. Ich könnte sie noch ein bisschen hier unten verdichten. Und klar, hier unten ist das jetzt ein bisschen verlaufen. Aber mein Gott, nicht perfekt, aber einzigartig. Ne? Ihr wisst ja Bescheid. So, das stelle ich jetzt mal hier ab. Beziehungsweise legst du mal so hin. So, dann machen wir das gleiche hier mit der anderen Tasse. So. Und das Ganze lasse ich jetzt gut trocknen. So, das Herz wäre schon mal drauf und das Ganze ist auch fingertrocken quasi, oder staubtrocken, wie man so gerne sagt. Und jetzt wollte ich noch mit einem schwarzen Porzellanmarker, der hat die feinere Spitze, wollte ich noch einen Schriftzug auf die andere Seite machen. Und zwar wollte ich inspiriert von einem Teeset oder was ist ein Espresso-Set. Jedenfalls, meine Mutter hatte mal so ein Set aus zwei kleinen Espresso-Tassen und einer Teekanne. Und es stand auf den beiden Tassen drauf, mein und dein. Und davon wollte ich mich jetzt inspirieren lassen und wollte dann auf die anderen Seite eben mein und dein draufschreiben. So, und dann würde ich sagen, die Tasse, die ich ein bisschen verhunzt habe, wird mein. Ja, ich habe mal gerade wieder meine Plöcke zum Unterlegen. Ja. Das lassen wir wieder trocknen, beziehungsweise ich helfe nochmal mit meinem Embossing-Füllen nach. So, und damit wären dann auch die Schriftzüge erstmal fest. Jetzt kann man natürlich hier noch ein bisschen hingehen und mit dem roten Porzellanmarker
Nochmal so ganz einfache Herzen drauf machen. Die Porzellanmarker scheinen nicht mehr alle so gut zu sein. Dann kann sie ja immer noch wegwischen. Noch ist ja nichts festgebrannt. Zwei dickere Striche aneinander setzen. Und dann hat man auch schon ein paar Herzchen. Und dann habe ich ja gerade eben schon mal den Punkt angesprochen, das Ganze muss jetzt noch eingebrannt werden, damit das auch spülmaschinenfest ist. Gerade ich habe mir meinen Finger versaut, deswegen gucke ich mir gerade die Tassen nochmal an. Nein, die habe ich offenbar nicht eingesaut. Gut. So. Und zwar steht das meistens auf den Porzellanstiften drauf. Spülmaschinenfest bis 50 Grad. 4 Stunden trocknen lassen, danach mit in dem nicht vorgeheizten Backofen 30 Minuten bei 160 Grad einbrennen. Hier steht was von 90 Minuten. Alles klar. Wie gesagt, das Ganze kommt jetzt noch in den Ofen und dann ist die Partnertassen-Episode schon fertig. Und hier solche Klebereste könnt ihr vorher noch ganz gut mit Alkohol oder mit Klerasil oder sowas wegmachen. Das ist alles kein Problem. Ja, und das wäre dann auch schon meine Idee für das diesmonatige Miteinander fantasievoll gestalten zum Thema Winterzeit zu zweit. Ich hoffe sehr, dass euch die Idee gefallen hat. Wenn ja, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten könnt ihr hier wie immer meinen Kanal abonnieren. Hier findet ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Schaut doch unbedingt bei den anderen vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.